Ich habe oft von Avalon geträumt, seitdem ich durch das Betreten des heiligen Bodens meine Erinnerung zurückgewann. Etwas Neues, das altbekannt ist. Eine Tiefe von unmessbarem Wert führt uns hinab und gleichzeitig hinauf bis ins innerste Herz dieser Erde. Spiralförmige Blütenkelche wiegen sich im Wind des Wandels. Farben explodieren. Jede einzelne Blume des Lichts blüht im innersten Herzen der Erde. Ruft uns durch die Kraft ihres magischen, magnetischen Duftes. Und wir tauchen tiefer. Erinnern uns noch ein wenig mehr. Tief in der Erde schlummert das unendliche Potenzial der Vielfalt, immerwährend, ewiglich lebendig. Was, wenn es diesen Ort wirklich gibt? Diesen Ort, an den du dich nur zu erinnern brauchst. Denn du kennst ihn nur allzu gut. Mit jedem Atemzug sinkst du tiefer in den heiligen See von Avalon. Badest in den heiligen Perlen des Lichts. Und du erinnerst dich an den Ursprung deiner selbst. Avalon, das ist für mich ein tiefes Nachhausekommen in eine Welt des Fühlens, der Magie, in der nicht das zählt, was uns sofort ins Auge springt, sondern das, was uns in der Tiefe berührt. Avalon, das ist Herzland. Avalon ist keine Sage oder Legende. Avalon ist Heimat. Avalon ist viel größer als unser Staat, unsere Gesellschaft, unsere Kultur. Avalon ist ein tiefes, altes, immerwährendes Reich. Avalon ist das Nachhausekommen zu mir, zu dir, zu uns selbst. Avalon ist für mich Heimat, ein Ort in meinem Herzen. Und jahrelang habe ich mich gewehrt dagegen, nach Glastonbury zu fahren mit Sophia. Und als sie sagte, das ist kein normaler Urlaub, wir werden nachher traurig sein, wenn wir diesen Ort wieder verlassen, da habe ich gedacht, die spinnt. Also wirklich. Ich konnte das nicht glauben. Und dann sind wir gefahren nach 10 Tagen 2016 und
Mir war so schlecht. Und mein Herz tat so weh. Und erst als ich auf dem Schiff Sophia mich beiseite genommen hat und mir gesagt hat, mach die Absicht, dass du wiederkommst. Erst als ich diese Absicht gemacht habe, dass ich wiederkomme, ging es mir besser. Und ich bin dann die Jahre drauf wieder hingefahren. Und ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal hinfahren werde. Aber Avalon ist in meinem Herzen. Und die Abschiede jetzt sind nicht mehr so schlimm, weil ich Avalon immer bei mir habe und immer in mir habe. Aber diese Liebe, die dort ist und auch die in der Gruppe entsteht, die sich ja vorher nicht kennen, das ist etwas, was man erlebt haben muss. Avalon ist eine magische Reise. Eine Reise zu uns selbst. Und dies in einer Gruppe Gleichgesinnter zu erleben, ist einfach wunderschön und aufbauend. Danke. Ja, der Löwe repräsentiert das Christusbewusstsein. Die Reise nach Avalon. Ich hatte ja bisher zweimal das große Glück, dabei sein zu können, zu dürfen. Und beim ersten Mal war für mich dieses Gefühl, mit der Fähre reinzufahren, so wirklich, wow, ich komme nach Hause. Das konnte ich richtig wahrnehmen, spüren, ich konnte mich erinnern. Altes losgelassen, schon in der Fähre, auf dem Weg nach Avalon, dahin zu reisen und mit ganz lieben Menschen getragen sich zu fühlen, geborgen sich zu fühlen, Gemeinschaft. Alles das Schöne konnte ich erleben und das Licht anders zu erleben dort. Das wundervolle helle Licht, diese Liebe, ganz besonders dort. Es ist wie eine magische Welt für mich. Ich bin nur unendlich dankbar dafür. Damit nur diese kleine Geschichte erzählen, ohne viel drumherum, die euch da sagt, wenn ihr diesen Weg geht, dann können hier Wunder geschehen. Was für eine Freude, wenn die herrschaftlichen Kreidefelsen endlich in Sicht kommen. Leichtes Kribbeln wie Schmetterlinge im Bauch. Dann, wenn man Richtung Glastonbury an Stonehenge vorbeifährt, steigert sich die Freude und die Sicherheit, bald da zu sein. Erblickt man in der Ferne Tor Hill, hat die Aufregung und Freude ihren Höhepunkt erreicht. Wenn ich dann offenen Herzens die High Street entlang schlendere, zum Tor Hill hochgehe, in Rainbow's End schlemme, in Chalice Vale Gardens verweile oder durch Merlins Cave klettere, ist dann alles so vertraut und kuschelig wie ein warmer Mantel. Die Tage fühlen sich wie Wochen an und es gibt immer wieder, wirklich immer wieder, Neues zu entdecken. Wie die Goleta Falls, ein Zauberfeenwald und. Die Zeit fließt dann doch zu schnell. Und auf der Rückreise ist es so, als würde mein Herz brechen. Aber die Gewissheit, wiederzukommen, erfüllt mich mit Glück und Freude. Avalon, ein magischer Ort. Ich durfte auf dieser Reise ganz viel loslassen und es durften sich neue Türen öffnen. Es ist für mich ein Ort der Transformation und der Heilung.
dank der Gruppe und dem großen Wissen von Sophia, aber auch von der Magie des Ortes, durfte ich mich näher kennenlernen und es war eine Bereicherung für mich. Wenn Avalon dich ruft, dann spürst du es in deinem Herzen. Und das ist so schön, wie Hand in Hand gearbeitet wird. Und das wünsche ich mir schon auch für mein Leben hier, dass ich diese Gemeinschaft erleben kann und weiterleben kann und diese Gemeinschaft weiter raustrage, aus Avalon raus und diese Liebe in diese Welt getragen wird. Das ist einfach wunderschön. Der Aufstieg zu Tor Hill ist jedes Mal am Anfang wahnsinnig schwer. Die ersten Schritte nach oben, ich denke immer, oh jemine, das dauert für mich gefühlte Stunden, bis wir da oben sind. Danach die Aufstiege sind leichter, wesentlich leichter. Was ist Avalon für mich? Avalon ist ein Ort, der mich meine eigenen Schleier heben lässt. Ein Ort, um wieder zu mir zu kommen. In der Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Den Blick über weites Land schweifen zu lassen. In Bäumen sitzend auf den gurgelnden Fluss zu schauen. Die Höhle zu durchschreiten und am Ende auf das Meer zu schauen. Doch durften wir die wilden und sanften Frauen sein, die lachen, auch mal weinen durften, getragen von allen in Respekt und Liebe füreinander und miteinander. Und wer einmal dort war, wird das wohl nie vergessen. Es ist das Land in uns, voller Zauber und Magie. Und ich werde dort wieder hinfahren. Es sind die Wunder des Lebens, die uns immer wieder so sehr berühren. Und wir selbst sind die größten Wunder des Lebens, wenn wir uns in der Tiefe entdecken, wenn wir fühlen, uns verbinden, da sind, für uns und für andere. "2014 bin ich das erste Mal mit Sophia nach Avalon gereist. Zu Hause angekommen, sagte ich zu meinem Mann, ab jetzt will ich nur noch so reisen. Da fühle ich mich gut aufgehoben, angenommen. Da kann ich den Weg sowohl auf der Erde als auch zu mir selbst in meinem Tempo gehen." Avalon habe ich mich sofort zu Hause gefühlt, auch in dem kleinen Städtchen Glastonbury, was voller magischer kleiner Läden und Geschäfte ist. Und an jedem Ort geschah Heilung, manchmal spontan, manchmal einfach durch die Orte selbst. Und ja, da ist viel passiert, vieles wurde zurückgelassen und als ich zurückkam, wieder zu Hause war, war ich ganz ruhig und entspannt und ich hatte das Gefühl, dass ich vieles von meiner Unsicherheit, von meinen alten Ängsten und ja, von meiner inneren Unruhe zurückgelassen habe. Ich kam wieder, war voller Freude und sehr viel Glück in meinem Herzen. Und vieles davon werde ich auch weiterhin in mir tragen und das kann auch so nicht mehr verloren gehen. Und selbst wenn es wieder schwierige Zeiten gibt, so kann ich mich doch immer wieder
daran erinnern. Und wer einmal dort war, ist auch immer in der Seele für immer mit Avalon verbunden. Es ist so, dass Avalon für mich wie Heimkommen war. Es ist mein Sehnsuchtsort. Ich fühle mir diese Liebe und Geborgenheit. Es ist Zuhause sein in mir. Avalon wird immer in meinem Herzen bleiben. Avalon ist für mich ein Tor von einer alten Welt in eine neue Welt und gleichzeitig von einer alten Zeit in eine neue Zeit. Ja, man findet dort sich selbst. Man findet dort die Liebe und man findet die Verbindung zu der Mystik, zu der Magie. Das berührt mich jedes Mal zutiefst und an vielen Orten bin ich so tief berührt, dass mir aus dem Nichts heraus die Tränen kommen. Die Erlebnisse auf der Reise haben mich tief berührt. Es war zauberhaft, dies mit so wundervollen Wegbegleitern zu erleben unter der liebevollen Leitung von Sophia, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Avalon ist für mich, seitdem ich dort war, auch ein Ort geworden, an den ich jedes Jahr zurückkomme. Um dort zu sehen, wo ich stehe und wie es für mich weitergeht. Und auf wundersame Weise trägt Avalon eben genau diese Kraft in sich. Die Kraft, Richtung zu weisen und Wunder möglich zu machen. Doch wen wundert es? Es ist das Herz der Erde. Avalon.